Moin Moin und hallo, freut mich sehr, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge 30 Minuten mit, wo ich euch Spiele präsentiere aus meiner Bibliothek, damit ihr die ersten 30 Minuten erleben könnt, wie es ein normaler Spieler halt spielen würde oder selbst sehen würde. Dadurch könnt ihr sehen, ob euch das Spiel selber gefällt oder nicht. Heute möchte ich euch präsentieren Mass Effect 2 auf der Xbox 360. Also bleibt dran, habt Spaß! So, da sind wir, machen Game Sound an. Und die 30 Minuten starten jetzt. Kann man importieren. Keine Charakterdaten gefunden. Jetzt aber vielleicht, weil ich jetzt angemeldet bin. Einen Versuch machen wir noch. Willkommen bei der Aktivierung. Nein. Ich will kein EA-Kram-Konto. Gedönse. Neues Spiel. Männlich. Okay. Normal, normal, normal. Gruppenkräfte nutzen, ja. Automatische Stufen, okay. Einfach weiter. Shepard hat alles richtig gemacht. Er hat alle unsere Hoffnungen übertroffen. Die Citadel zu retten und den Rat dem Tod zu überlassen. Die Position der Menschheit in der Galaxie ist so stark wie nie zuvor. Und trotzdem reicht es nicht aus. Menschen kontrollieren zwar den Rat, aber unsere größte Hoffnung bleibt Shepard. Aber sie lassen ihn Geth bekämpfen. Geth. Wir beide wissen, die sind nicht die wahre Bedrohung. Die Reaper sind immer noch da draußen. Und es ist unsere Aufgabe, sie aufzuhalten. Der Rat wird Cerberus niemals vertrauen und darum auch nicht unsere Hilfe annehmen. Und das nach allem, was die Menschheit bisher erreicht hat. Aber Shepard, ihm werden sie folgen. Er ist ein Held, ein verdammtes Idol. Aber er ist nur ein einzelner Mann. Verlieren wir Shepard, geht vielleicht die ganze Menschheit unter. Dann sorgen Sie dafür, dass wir ihn nicht verlieren. Schalte ÜLG-Antriebe ab. Emissionsspeicher aktiv. Grünes Licht, wir sind im Tarnmodus. Wir verschwenden unsere Zeit. Seit 4 Tagen durchkämmen wir diesen Sektor und noch kein einziges Zeichen von Geth-Aktivität. 3 Schiffe sind hier während des letzten Monats verschwunden. Irgendwas muss mit ihnen passiert sein.
Ich tippe auf Sklavenhändler. Im Terminus-System wimmelt's von denen. Empfange etwas auf dem Langstreckenscanner. Unidentifiziertes Schiff. Sieht aus wie ein Kreuzer. Passt zu keiner bekannten Signatur. Kreuzer ändert Kurs. Befindet sich auf Abfangkurs. Das kann nicht sein. Unsere Tarnsysteme sind aktiviert. Es ist völlig unmöglich, dass ein Geth... Es sind nicht die Geth. Festhalten! Aufzeigmanöver! Yes, da sind wir. Gehen Sie zu Joker ins Cockpit auf dem Oberdeck und dann Normandy. Mayday, Mayday, Mayday! Hier ist die SSV Normandy! Wir wurden von einem unbekannten Feind schwer beschädigt! Komm schon, Baby, haltet durch! Haltet durch! Müssen wir da hoch? Oh wow, was ist denn hier los? Schwerelosigkeit. Boah. Da kann man nicht durch. Ah, mit Joker reden. Kommen Sie, Joker! Wir müssen hier raus! Nein, ich lasse die Normandy nicht im Stich! Ich kann sie immer noch retten! Die Normandy ist verloren. Wir müssen aber nicht gemeinsam untergehen. Ja, okay. Helfen Sie mir auf. Sie kommt für einen weiteren Angriff zurück! Aber trotzdem. Thank you.
Mass Effect 2. Commander Shepard wurde geboren. Das Lazarus-Projekt läuft wie geplant weiter. Übernehmen wir so, ist doch klar. Shepard. Ja, auf dem Monitor. Irgendwas stimmt nicht. Er reagiert auf externe Stimuli. Er nimmt seine Umgebung wahr. Oh Gott, Miranda. Ich glaube, er wacht auf. Wilson, er ist nicht so weit. Geben Sie ihm das Beruhigungsmittel. Shepard, nicht bewegen. Einfach liegen bleiben. Ganz ruhig. Herzfrequenz steigt. Gehirnaktivität mit vollem Ausschlag. Die Werte sind gleich im roten Bereich. Es funktioniert nicht. Noch eine Dosis, sofort. Herzfrequenz sinkt. Werte gleich wieder im normalen Bereich. Das war zu knapp. Wir hätten ihn beinahe verloren. Ich hab doch gesagt, Ihre Schätzwerte sind falsch. Rechnen Sie es nochmal. Magazin in der Pistole. Eine Krankenstation. Wir besorgen Ihnen ein Magazin aus. Oh, verdammt! Die Kanister Kopf runter, Shepard! Schützen Sie sich vor der Explosion! Jemand hackt das Sicherheitssystem, um Sie zu töten. Suchen Sie ein Thermomagazin für Ihre Pistole. Yes. Ja, mein Thermomagazin. Sie haben anscheinend eine Barrikade errichtet, um die Max aufzuhalten. Achtung! Weiter, wir müssen sie zu den Shuttles bringen. Da haben wir ja schon mal einiges an Munition, das ist gut. Das ist sehr gut. Shepard.
da liegt wenigstens noch Munition. Die brauchen wir. Die können wir nicht liegen lassen. So, weiter. Haben wir hier noch was? Open the door. Unterwegs. Nehmen Sie der Leiche des Sicherheitsoffiziers den Granatwerfer ab. Okay. Da kommen die Max. Schalten Sie sie. Fahren Sie mit dem Aufzug ein Geschoss tiefer. Mach mir doch. Beeilung, zur Tür, schnell. Wir machen das super, Shepard. Geben Sie in den nächsten Raum. Ich versuche Sie dort. Shepard, hören Sie mich? Hier sind mehrere Max. Sie nähern sich meiner Position. Gucken, ob hier irgendwo noch Munition liegt. Da geht's nach oben. Was haben wir hier? Das Subjekt macht nur langsame Fortschritte, scheint sich aber zu erholen. Die zentralen Organe funktionieren wieder und es gibt Anzeichen von rudimentärer neurologischer Aktivität. Um den Prozess zu beschleunigen, sind wir von simpler Rekonstruktion der Organe zu biosynthetischer Fusion übergegangen. Die ersten Resultate sind vielversprechend. Markieren Sie einzelne Knoten, um passende Symbole zu finden. Wenn Sie zwei passende Symbole gefunden haben, wählen Sie sie aus, um den Schaltkreis zu schließen. Vervollständigen Sie alle Schaltkreise vor Ablauf der Zeit, um die Sicherheitsvorkehrung zu umgehen. Okay, Schaltkreis gesperrt. Okay, umgehen. Und nun? Schaltkreis. Juhu, geschafft. Gehackt. Credits. Sehr schön. Datenlogs. Log-Update. Die Kosten dieses Projekts sind astronomisch. Bisher über 4 Milliarden Credits. Aber niemand scheint es zu interessieren, dass wir das Budget überschritten haben. Ich weiß ja nicht, woher der Boss so viel Geld nimmt. Er ist vielleicht auch besser so. Ich würde mir nur wünschen, dass er hin und wieder mal ein Sümpchen in meine Richtung schiebt. Log-Update. Die Kosten dieses Projekts sind astronomisch. Bisher über 4 Milliarden Credits. Aber niemand scheint es zu interessieren, dass wir das Budget überschreiten. Okay, raus hier. Ab nach oben. Dass das alles neu für sie ist. Ich heiße Jacob Taylor. Ich bin hier stationiert seit... Feinde entdeckt. Scheiße. Es muss schlimmer sein, als ich dachte, wenn Miranda sie hier rumlaufen lässt. Ich sag ihnen alles, aber erst sollten wir sie mal zum Shuttle bringen. Ich weiß, das ist kein guter Zeitpunkt, aber ich will nicht länger hier rumstolpern, ohne zu wissen, was los ist. Also gut, ich gebe Ihnen die Kurzfassung. Sie und ihr Schiff wurden angegriffen und zerstört. Dabei wurden sie getötet. Sie waren mausetot, als man sie hierher brachte. Unsere Wissenschaftler haben sie in den letzten 2 Jahren wieder zusammengesetzt. Sie lagen die ganze Zeit über im Koma. Oder schlimmer. Willkommen zurück in ihrem Leben. Das sieht nicht nach einer Einrichtung der Allianz aus. Ist es auch nicht. Im Moment kann ich allerdings nicht viel mehr dazu sagen. Die Allianz hat offiziell erklärt, sie seien im Einsatz gefallen. Die gesamte Galaxie hält sie für tot.
Und wenn wir es nicht zu den Shuttle schaffen, stimmt das sogar. Gab es noch weitere Überlebende von der Normandy? Ich sag Ihnen was. Sie helfen mir, diese Mechs zu erledigen und dann können Sie mir den ganzen Tag lang Fragen stellen. Wir haben zwar kaum noch Thermomagazine, aber ich bin Biotiker. Geben Sie einfach Befehl, wenn ich auf irgendwas mit der guten Munition schießen soll. Das war's für dich! Okay. Okay, ich habe versprochen, Ihre Fragen zu beantworten. Klar. Was wollen Sie wissen? Sie sagten, mein Wiederaufbau habe 2 Jahre gedauert. Wie schlimm waren denn meine Verletzungen? Ich bin kein Arzt, aber es war echt übel. Als ich Sie das erste Mal gesehen habe, waren Sie nur ein Haufen Fleisch mit Schläuchen. An jedem anderen Ort hätte man sie nur noch in einen Sarg geschaufelt. Aber nicht beim Lazarus-Projekt. Neueste Technologie. Was meinen Sie damit? Klonen? Kybernetik? Die Einzelheiten kenne ich nicht. Da müssen Sie die Wissenschaftler fragen. Aber ich bin ziemlich sicher, dass Sie kein Klon sind. Man wollte Sie genauso zurückbringen, wie Sie vorher waren. Sie sind immer noch Sie selbst. Vermutlich nur ergänzt durch ein paar neue Teile hier und da. Was können Sie mir über das Projekt erzählen? Gab es andere Testsubjekte? Das Lazarus-Projekt hatte nur ein Subjekt. Es ging ausschließlich darum, sie zurückzubringen. Nur sie. Selbst das war eine gewaltige Aufgabe. 2 Jahre. Die besten Wissenschaftler. Und die beste Technologie, die man für Geld kaufen kann.
Wissen Sie irgendwas über diesen Angriff? Wer steckt dahinter? Und worum geht es dabei? Keine Ahnung. Ich wollte gerade ein Nickerchen machen und dann... Bumm! Mehrere Explosionen. Und dann eröffnet plötzlich jeder Mech auf der Station das Feuer. Auf uns. Ich vermute, die haben hier jemanden eingeschleust. Man braucht die oberste Sicherheitsfreigabe, um alle Mechs hacken zu können. Das Letzte, woran ich mich erinnere, ist die Explosion der Normandy. Hat sonst noch jemand überlebt? Fast alle sogar. Aber einige Servicemen aus den unteren Decks kamen nicht mehr raus. Navigator Presley fiel einer Explosion zum Opfer. Aber alle anderen, auch die, die nicht zur Allianz-Crew gehörten, die Asari, Liara und die Quarianerin, sind lebend rausgekommen. Wissen Sie, was die heute so machen? Nein, weiß ich nicht, Commander. Es ist 2 Jahre her. Sie haben weitergelebt, die Allianz verlassen. Sie könnten überall sein. Sie waren mein Team. Wenn Sie wüssten, dass ich am Leben bin, würden Sie zurückkommen. Vielleicht können Sie sie ausfindig machen, wenn wir die Station verlassen haben. Falls wir die Station jemals verlassen. Was ist Ihre Aufgabe hier? Kommt drauf an, wen Sie fragen. Eigentlich bin ich Mirandas bester Lieutenant. Aber offiziell bin ich nur ein Soldat. Ich habe vorher 5 Jahre bei der Allianz gedient. Jetzt bin ich zuständig für die Sicherheit dieser Station. Meistens ist es langweiliger als jetzt. Normalerweise benutze ich meine Waffe nur bei Zielübungen. Als ich aufgewacht bin, hat jemand namens Miranda über Funk mit mir gesprochen. Der Kontakt brach ab, kurz bevor ich Sie getroffen habe. Miranda Lawson ist der leitende Offizier der Station. Sie hat das Lazarus-Team befehligt. Es war ihr Job, sie ins Leben zurückzuholen, koste es, was es wolle. Hätte mir denken können, dass sie versucht, sie zu retten. Sie wird sie jetzt bestimmt nicht aufgeben. Sie sagten, der Kontakt sei abgebrochen. Haben Sie eine Idee, was genau passiert sein könnte? Es gab Schüsse und eine Explosion, direkt bevor ich sie verloren habe. Sie kann durchaus selbst auf sich aufpassen. Trotzdem hoffe ich, dass sie in Ordnung ist. Was ist der schnellste Weg zu den Shuttles? Kommt drauf an, wo die meisten Mechs sind. Vermutlich ist es am besten, wenn wir... Test! Test! Ist jemand auf dieser Frequenz? Lebt da draußen noch jemand? Hallo? Wilson, hier ist Jacob. Commander Shepard ist bei mir. Wir haben gerade eine Welle von Mechs im D-Flügel erledigt. Shepard lebt? Wie zum Teufel? Ach, egal. Sie müssen ihn da rausbringen. Gehen Sie zu den Wartungstunneln und dann Richtung Netzwerk-Kontrollraum. Verstanden, Wilson. Bleiben Sie auf dieser Frequenz. Ich erinnere mich an einen Wilson. Er hat mich untersucht, als ich mal kurz aufgewacht bin. Das ist richtig. Er ist der Leitende Medizintech. Und er steht direkt Miranda. Kommen Sie. Die Wartungstunnel sind da entlang. Dann wollen wir mal. Okay, das haben wir erledigt. Hier lag... Lock-Update. Das Lazarus-Projekt hat in Kürze... Ein Lock-Update. Da, als ich zum ersten Mal das Bewusstsein wiedererlangte. Ja, das war ich. Können wir bitte erst darüber reden, wenn mein Bein versorgt ist? In der Notfallstation da drüben an der Wand müsste Medigel sein. Hoffentlich reicht es, um ihr wieder auf die Füße zu stellen. Holen Sie das Medigel aus der Notfallstation an der Wand! Wie wär's mit einem Bitte, du Vogel? Aber natürlich mache ich das. Gerne.
So, und jetzt Waffe benutzen. Da. Halt Verwundete. Okay, haben wir es geschafft. Danke, Shepard. Hätte nicht gedacht, dass Sie mir mal das Leben retten. Damit sind wir dann wohl quitt. Ich dachte, ich könnte die Sicherheitsmax vielleicht runterfahren. Aber wer immer hier war, hat das ganze System geröstet. Da geht gar nichts mehr. Wir haben nicht gefragt, was Sie gemacht haben. Warum haben Sie überhaupt eine Freigabe für die Sicherheitsmax? Sie haben im Bioflügel gearbeitet. Haben Sie nicht zugehört? Ich kam hierher, um die Sache in Ordnung zu bringen und außerdem wurde ich angeschossen. Wie wollen Sie das erklären? So, liebe Leute, das war's auch schon mit 30 Minuten mit Mass Effect 2. Ich hoffe, es hat euch gefallen, ihr habt einen kleinen Einblick gekriegt. Vielleicht habt ihr sogar selber Bock gekriegt, das zu spielen oder habt schon selber gespielt. Auf jeden Fall würde ich mich freuen über ein Abo und einen Kommentar, ob es euch gefallen hat oder nicht. Ich meine das Spiel, weil ich beurteile es eigentlich neutral. Ich mache hier keine Bewertung, sondern ich möchte halt nur die ersten 30 Minuten zeigen. Und ja, ich hoffe, ihr schaut wieder rein. Bis demnächst. Bye, bye.